1899 FM. Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von 1899 FM. Mein heutiger Gast ist unsere Nummer 1, Richard Strebinger, der sich nach dem Training für mich oder für uns Zeit genommen hat. Herzlichen Dank. Danke für die Zeit. Hallo, danke für die Einladung. Richard, bevor wir in die Themen oder in das Gespräch gehen, wollte ich dich fragen, du bist ja ein Spieler, der sehr über den Tellerrand, über den Fußballplatz hinaus auch denkt und schaut. Und die letzten Tage und Wochen waren ja bei Rapid sehr, sehr emotional. Es hat im November angefangen mit dem Rücktritt von Andi Marek. Jetzt im Jänner ist Alfred Körner gestorben. Beide Personen haben ja ihre Spuren hinterlassen beim Verein, beide für ihre unterschiedliche Art und Weise. Du bist jetzt 5 Jahre beim Verein, hast beide Persönlichkeiten natürlich kennengelernt. Wie gehst du mit diesen emotionalen, mit diesen Verabschiedungen? Jetzt war die Beerdigung von Alfred Körner. Ich habe dich auch auf dem Video, auf Fotos gesehen. Also, man hat schon gemerkt, das geht dir schon nahe. Ja, ich denke, Freddy, für mich war es auch, ich glaube für alle von uns, was der Freddy Körner, ja, der war seit Tag 1, wo ich jetzt bei Rapid bin, ja, hat er wirklich so dazugehört. Du hast richtig gemerkt, auch wie er es noch liebt, ein Teil von Rapid sein zu dürfen, aber wie wir ihn alle eigentlich, ja, kennengelernt und lieben gelernt haben. Also er war halt wirklich Rapid. Das hast du gemerkt von, wie er das noch immer erlebt hat, wie er im Stadion gesungen hat bei der Eröffnung. Das werden uns, glaube ich, alle für immer daran erinnern können. Und wie er auch bei jedem Heimspiel dabei war. Wie er, egal ob es war dann auch der Rapidlauf, da habe ich einmal dabei sein dürfen, wirklich auch mit was für einem Engagement er das eröffnet hat. Also das war schon wirklich, trotz seines hohen Alters, mit der Energie, wie wirklich halt Rapid gelebt hat, denke ich, sucht seinesgleichen. Und deswegen war es halt, weil es ja auch dann irgendwie plötzlich war. Du siehst ihn noch im Stadion und denkst, der ist topfit. Und dann ist er leider von uns gegangen, was denke ich, schon ja auch trotz seines hohen Alters ein bisschen ein Schock für uns alle. Aber ich denke, die Verabschiedung jetzt am Donnerstag war seines würdig, denke ich, mit den Fans. Ich glaube, er hat sich es auch wirklich so gewünscht. Und ja. Und beim Andi, denke ich, war es für mich fast noch ein bisschen Ärger, weil irgendwie auch wie ich als Kind, wenn du irgendwie Rapid verfolgt hast, wenn du Rapid-Fan warst, da hast du die Mannschaft kennt, die Spieler. Du hast, also das war bei mir so. Dann habe ich den Präsidenten, den habe ich immer gewusst, Rudi Edlinger war bei mir, wie so. Und Andi Marek, der hat irgendwie, obwohl das kein Spieler war, sondern nur ein Stadionsprecher, der war irgendwie auch war mehr als einfach nur ein Mitarbeiter von Rapid. Und wenn man auch dann eben sich mehr ein bisschen mit der Materie beschäftigt und merkt, was er in dem Verein bewirkt hat, was er aufgebaut hat, dann, ja, denke ich, hat der Verein mehr als viel ihm zu verdanken, weil er wirklich ja, das ganze Marketing, alles, was das angeht, denke ich, so unendlich viel erreicht hat. Ja, vor allem, ich hatte auch immer das Gefühl, auch bei dieser Weihnachtsfeier im Stadion, dass er irgendwo diesen Flohhaufen, diese vielen Jungen, also diese Mannschaft irgendwie zusammenhält und versucht. Ich kann mich nur erinnern, es gibt so Szenen, wenn ihr Europacup fährt, dass er manchmal den Spielern die Krawatten noch bindet vor dem Abflug, damit die alle schön. Also er war irgendwie so der gute Onkel, ein bisschen habe ich auch das Gefühl gehabt für euch. Also für einige Spieler. Obwohl er ist vom Menschlichen einfach ein richtig leibender Typ. Aber was er vor allem ist, und ich denke, das hat in seinem Bereich einfach den Verein so viel weiterbracht, der ist halt wirklich durch und durch ein Perfektionist. Das merkt man bei jeder Veranstaltung, du, vor allem wenn du eben das mitkriegst, du weißt, eigentlich organisiert er alles. Natürlich hat er seine Top-Mitarbeiter, aber er überlässt nichts in Zufall. Also es gibt nichts, wo er nicht drüber geschaut hat. Und ich will gar nicht wissen, wie viel Arbeitsstunde er die Woche gehabt hat. Also ich glaube, das ist schon wirklich dann dreistellig oft geworden, weil er wirklich alles bei allem drüber geschaut hat, egal ob es die Weihnachtsfeiern waren oder jede kleine Veranstaltung von Rapid, das war wirklich alles sein Plan. Und deswegen, denke ich, hinterlässt er da eine Riesenlücke für den Verein, menschlich wie auch halt eben von seiner Arbeitsmentalität. Der Zeitpunkt der Aufzeichnung ist jetzt vor dem Wartenspiel. Online geht es dann nach dem Wartenspiel. Es ist halt so. Das heißt, das Spiel für den Andi ist das letzte Spiel gegen Wartens findet jetzt statt oder hat stattgefunden. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr
jetzt nicht nur für euch oder für Rapid, sondern vielleicht auch ein bisschen für ihn, das letzte Heimspiel einfach unbedingt gewinnen wollt, müsst? Ja, auf jeden Fall. Also natürlich ist das auch für ihn. Ich denke, wir gleich wissen, wie emotional das für ihn ist. Es ist, glaube ich, auch schon für jeden, der im Stadion ist, eigentlich ein Wahnsinn, wenn du denkst, wie lange er das schon macht und wie lange er das wirklich lebt und liebt. Also es ist für ihn, glaube ich, auch nicht nur einfach Arbeit. Aber ich hoffe, es lenkt euch nicht zu sehr ab. Nein, ich nicht. Nein, also ich denke, während Spiel geht es, aber wenn du nach dem Spiel weißt, okay, du hörst zwei Stimmen nicht, die eigentlich immer da ist. Also ich bin jetzt, weiß nicht, wie lange fünf ist er genau im Verein? 5 Jahre. Also er ist 27. Er ist 27, genau. Seit 1992. Ich bin 26, ich werde jetzt 27. Der ist schon länger da, als es dich gibt. Ne? Genau, ja. Also den kenne ich einfach schon von klein auf und weiß, er ist der Stadionsprecher, die Stimme Rapids, ist das schon wirklich was Orges, wenn du denkst, was halt danach kommt. Aber deswegen freue ich mich, dass wir ja, dann noch 3 Punkte einfahren können für ihn. Gut, Richard, danke für diese schönen Worte. Jetzt beginnen wir es ein bisschen von vorne. Du warst ja irgendwann einmal ein kleiner Richard Strebinger. Wie verlief dein Beginn zum Fußballspielen? Warum hast du dich gleich als Tormann gesehen? Weil zum Beispiel mein Sohn hat auch Tormann gespielt, einige Zeit, hat leider aus gesundheitlichen Gründen aufhören müssen. Und der hat zu mir gesagt, Papa, ich will nicht so viel rennen. Ne? Hat das aber dann ein bisschen bereut, weil das Tormann-Training sehr intensiv war, hat er dann seine Meinung ein bisschen revidiert. Also sprich, war für dich von Anfang an klar, dass du Tormann werden willst? Oder wie hat sich das entwickelt? Nein, eigentlich hat es angefangen, ich wollte überhaupt nur Fußball spielen. Also meine Eltern haben sich ja zeitlang ein bisschen gesträubt dagegen, dass ich in einem Verein Fußball spiele. Und das hat angefangen, da war ich 9 Jahre, wie so ein Zettel vom Verein vom Nachbarort, halt in die Schule ist ausgestellt worden, halt, dass halt Kinder gesucht werden. Und da weiß ich noch, da bin ich mit dem Bus heimgefahren, haben wir gleich die Zeiten rausgeschrieben, weil da drauf stand, glaube ich, 17 Uhr oder sowas, einfach mal für ein Probetraining zum Vorbeikommen. Da habe ich mir die Buszeiten rausgeschrieben, wann ich losfahren muss, bin heimgegangen, habe es der Mama gezeigt und habe gesagt, Mama, da gehe ich morgen hin. Du brauchst mich auch nie fahren, ich werde das alles alleine machen. Und das Witzige ist einmal da, deswegen danke an meine Eltern. Ich habe nicht einmal mit dem Bus fahren müssen. Ich bin vom Tag 1 an immer geführt worden. Und ich glaube, ich kann auch die Spiele, wo meine Eltern im Nachwuchs, bevor ich nach Berlin gegangen bin, wo keiner von beiden da war und mir zugeschaut hat, kann ich, glaube ich, an einer Hand abzählen. Also da war dann die Unterstützung, weil sie, glaube ich, gemerkt haben, ich will das wirklich unbedingt von Anfang an da. Und Dorman bin ich eigentlich so geworden, dass ich irgendwie von Anfang an, ich habe einmal Dorman-Handschuhe das Weihnachten davor geschenkt gekriegt, die habe ich immer dabei gehabt und vor dem Training, nach dem Training bin ich einfach automatisch immer ins Tor gegangen, ohne jemals zu denken, dass ich... Wir haben halt einen Tormann gehabt im Verein und das war halt am Dorf so, da war halt einer Tormann, der war halt schon da, dass ich jemals dann ins Tor gehe. Und war halt der Zufall so, dass wir dann so viele Kinder gehabt haben, dass der Trainer gesagt hat, er will 2 Mannschaften machen und hat mich dann einfach gefragt, ob ich das probieren möchte, weil er es gesehen hat, dass ich das gerne mache. Und weiß ich noch, da gibt es glaube ich sogar ein Foto, wo ich komplett dreckig, voller Erde bin, wo mich die Mama abgeholt hat, wo ich gesagt habe, Mama, ab heute bin ich Tormann, morgen müssen wir gescheite Tormann-Handschuhe kaufen gehen. So ist das eigentlich zustande gekommen. Und wie hat deine Vereinskarriere begonnen? Also wo waren deine Stationen? Ja, das war halt bei uns im Bezirk wieder Neustadt, SC Bissing, im Bissingtal. Da bin ich dann aber auch nach einem Jahr dann wieder weggegangen, weil dann eben genau nach dem Jahr, wo ich halt Tormann war, nach der ersten Saison und mir das dann halt wirklich Spaß gemacht hat und auch, glaube ich, ja, wo man gemerkt hat, dass ich schon ein gewisses Talent vielleicht dafür habe, auch irgendwie dem Vorteil geschuldet, dass ich halt richtig groß war. Sind dann aber wieder die 2 Mannschaften zusammengelegt worden, weil ein paar aufgehört haben und dann hätten wir halt einfach nur Halbzeit-Halbzeit gespielt. Und beim Verein in Wiener Neustadt haben sie halt einen Tormann gesucht und da bin ich dann zum Club 83 Wiener Neustadt, ist auch ein kleiner Verein in Wiener Neustadt, bin ich dann dorthin gegangen und war dann dort 4 Jahre, habe dann nebenbei, ein Jahr später, da gibt es bei uns ja diese LAZ, dieses Leistungszentrum, war dann eben 3 Jahre im LAZ in Wiener Neustadt. Das heißt, da hast du auch schon spezifisches Tormann-Training. Genau, obwohl das damals, muss ich sagen, das war wirklich so, da war einmal die Woche ein Tormann-Trainer, der ist auch nicht immer gekommen, muss ich sagen, verlässlich. Was aber gut war, wir haben dann den Peter Huber, der früher auch selber Profi-Tormann war, bei Wiener Neustadt SC, bis noch in der Bundesliga oder zweiten Liga waren. Zur Zeit noch von Funky Feuerer, wie der auch bei Neustadt gespielt hat, eine Zeit lang. Der war dann Tormann-Trainer in unserem Verein und da habe ich dann auch schon das Glück gehabt, dass ich eben das Tormann-Training
vom Nachwuchs, also war einmal die Woche Nachwuchstorwarttraining, da habe ich mittrainiert und halt auch schon bei der Kampfmannschaft, also damit ab 12 habe ich dort mitmachen dürfen. Das heißt, da habe ich dann schon zweimal, manchmal sogar dreimal die Woche Torwarttraining gehabt und das war halt schon, glaube ich, irgendwo eine gute Sache, dass ich halt eben schon gesehen habe, okay, die Erwachsenen, natürlich war es zwar, wenn nicht erste Klasse oder sowas, aber trotzdem, was die schon für Power haben, was da trotzdem für Energie dahinter steckt und auch in die liegen einfach, was die auch für Ehrgeiz an den Tag bringen, bei so einem Dormantraining, und da habe ich mir denke ich schon einiges abschauen können. Ja. Und dann, glaube ich, bist du zu St. Pölten, zur Akademie St. Pölten gewechselt, ne? Genau, ja. Das ist dann irgendwie, war das bei uns in Niederösterreich, über die Niederösterreicher Auswahl haben die halt alle so geködert. Nach St. Pölten war dann dort ein Jahr. Und dort war aber auch das Prinzip eigentlich, dass sich die Torhüter immer abwechseln. Und damit war ich dann halt auch nicht zufrieden, weil ich einfach gesagt habe, okay, der Beste soll halt spielen. Und war dann die Überlegung halt ein Vereinswechsel. Und ein Bekannter von meinem Vater ist halt Spielerberater. Und der hat gesagt, wieso nicht ins Ausland? Das war eigentlich damals überhaupt keine Idee, aber der hat das so ins Spiel gebracht. Und hat mir halt ein Probetraining in Berlin und damals auch bei den Blackburn Rovers organisiert. Und war dann bei beiden ein paar Tage. Und haben mich dann, also beide haben dann ja gesagt, ich könnte hinwechseln. Und haben mich dann aber, weil es irgendwie familiärer war, weil das Internat schöner war. Und ja, weil das eigentlich schon ein, ja, was ganz was Neues war. Wie riesig das dort aufgezogen war. Schon Internat mit Einzelzimmern, mit an Top-Essen. Was einfach, ja wirklich, denke ich, schon für Österreich damals einfach unerreichbar noch war. Da war ich so begeistert, dass ich dann nach der Woche gesagt habe, du, wenn mich die nehmen, dann will ich das machen. Und meine Eltern haben das dann halt auch unterstützt und deswegen bin ich halt dann mit 15 schon nach Berlin gegangen. Und, ja. Du warst, und dann ein weiterer Weg hat dich dann nach Berlin bis dann zu Werder Bremen gekommen. Genau, ja. Da war ich 4 Jahre in Berlin und dort lief dann auch mein Vertrag aus. Das heißt bis 19. Bis 19, richtig, genau. Ja. Und in Bremen habe ich halt die Chance gehabt, dass ich dort schon Nummer 3 werde. Wirklich halt immer bei den Profis dabei bin, wo ich in Berlin, glaube ich, bei einer Vertragsverlängerung vielleicht Nummer 4 oder so gewesen wäre. Wer war damals bei Hertha im Tor? Bei Hertha war damals Thomas Kraft, der noch immer genau, dort ist, jetzt halt Nummer 2. Und das war eigentlich auch schon super, dass ich dann nach den 2 Jahren U17, also in Deutschland B-Jugend heißt das, dann auch schon ja, regelmäßig bei den Profis mittrainieren können, zwei Jahre, wo du halt auch siehst, was die schon für Qualität und vor allem auch für ein bisschen Training halt an den Tag legen, wo jedes Trainingsspiel gewonnen werden will. Also da habe ich viel mitnehmen können, aber wie gesagt, dann war Bremen für mich die beste Lösung. Bin dann eben mit 19 zu Bremen gegangen und dann war es so, dass 2,5 Jahre später, dass es halt, ja, da wollte ich halt unbedingt spielen und da war es halt so, dass vor der Winterpause der Trainer eigentlich mir gesagt hat, okay, es gibt einen offenen Konkurrenzkampf um die Nummer 1 in der Vorbereitung und nach der Winterpause aber, ja, dann eigentlich die Ansage war, okay, der Raphael Wolf ist die klare Nummer 1, wir haben uns das überlegt und das ist ja, eigentlich so einzementiert. Und da war ich halt einfach, dass ich gesagt habe, na, ich will jetzt unbedingt spielen, ich will jetzt unbedingt, ich habe das Gefühl, ich bin gut genug, dass ich halt mich im Profifußball beweisen will. Und dann kam es halt zu der Ausleihe zu Regensburg. Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Also vielleicht nicht viele wissen, du hast ja aber doch 1,5 oder fast 2 Spiele in der Kampfmannschaft in Werder Bremen gespielt. Ne? Einmal gegen Frankfurt bist du eingewechselt worden. Genau, bin ich eingewechselt worden. Ja. Und dann bei einem 3:3 gegen Hannover, wo dich haben wir nämlich heute noch in der Vorbereitung in der Früh die Pressekonferenz angeschaut. Und der Trainer hat dich damals explizit gelobt nach diesem 3:3 gegen Hannover. Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe keine Ahnung, ob die Tore irgendwie Torwartfehler waren oder nicht. Also er hat dich explizit sehr gelobt. Hast du damals das Gefühl gehabt, naja, ich könnte es schaffen? Ja, der Raphael Wolf kann mich noch gut an die Zeit erinnern, auch im deutschen Fernsehen ist er sehr, sehr kritisiert worden. Der Werder hat damals sehr, sehr viele Tore bekommen. Der Raphael Wolf war ja nicht unumstritten. Ich muss sagen, damals war ich felsenfest davon überzeugt, wenn ich es jetzt reflektiere und an damals denke, wie ich auch damals halt generell war, egal ob es fußballerisch, also Tormann-spezifisch war oder auch vom Mentalen her, muss ich sagen, wäre es einfach zu früh gewesen. Muss ich sagen, jetzt im Nachhinein denke ich, wäre es zu früh gewesen, deswegen war halt auch der Schritt dann, glaube ich, genau der richtige, egal ob es dann eben zweite oder dritte Liga gewesen wäre, wo halt das Tempo einfach schon langsam ist und damals war es halt Regensburg in der dritten Liga.
ja, so kann man das sagen. Damals habe ich mich auf alle Fälle bereit gefühlt, aber im Nachhinein denke ich, war es. Aber das Erlebnis, so Bundesliga zu spielen, deutsche Bundesliga, mit wie alt warst du damals? Da war ich 21, glaube ich. 21, ja. Na, war Wahnsinn. Also, wie ich in Frankfurt eingewechselt bin, kann ich mich noch erinnern, war dann, Frankfurt ist ja auch immer bekannt für eine, wirklich für eine ausgezeichnete Stimmung. Und war dann auch hinterm Block von den Frankfurtern und kann mich noch erinnern, nach 2-3 Minuten habe ich einen Kopfball gehalten. Und das war schon eigentlich, wo du dann den ersten Ball hältst, wo du merkst, okay, jetzt bist du irgendwie wirklich im Konzert der ganz großen irgendwie. Jetzt, ganz ehrlich, wie du dann wieder auf der Seitenlinie gestanden bist und zum Einwechseln bereit war, war da mehr die Freude oder war da auch ein bisschen Angst? Ich weiß nicht, ob du das Buch von Lars Lese gelesen hast, der auch das erste Mal in der Premier League damals eingewechselt wurde. Er war sich ja nicht sicher, freut er sich oder hat er eigentlich Angst? Boah, ich denke, dass das eigentlich gut war, dass ich eingewechselt worden bin, weil das dann so ein bisschen so hektisch war. Okay, wenig Zeit zum Nachdenken gehabt. Ne? Bereit, ich glaube, es war gleich ein Eckball gegen uns. Also da ist gleich viel passiert. Deswegen glaube ich, war das gut, dass das zuerst war und danach die Partie gegen Hannover, wo ich es am Tag vorher gewusst habe. Weil hätte ich vielleicht noch gar keine Minuten gehabt in der deutschen Bundesliga und hätte ich dann eine Nacht drüber schlafen müssen, bevor ich halt ins Tor muss, das wäre, glaube ich, ein bisschen zäher gewesen. Und deswegen so war das wirklich einfach nur so eine Konzentration, okay, schau, mach das, was du kannst. Und war dann eigentlich ein super Gefühl. Und auch wenn wir dann verloren haben damals, muss ich sagen, war das schon ein Tag, ein Abend, wo ich mich danach dann gern zurückerinnern, weil du einfach weißt, es war irgendwie dein erstes Profispiel wirklich auf einem hohen Niveau und die allererste Erinnerung, wo du wirklich gegen Topspieler gespielt hast. Und du hast ja damals auch mit dem Slatko Junuzovic und der Sebastian Brödl, waren ja damals auch noch im Werder Bremen im Kader und ich glaube, der Slatko Junuzovic hat ja auch mit dir gespielt, den Spiel. Der Brödl, glaube ich, hat ihn, glaube ich, nur gegen Frankfurt gespielt. Wurscht, das ist jetzt nicht so wichtig. Also ja, aber waren Mannschaftskollegen. Waren Mannschaftskollegen. Und dann von Regensburg und dann kam 2015 der Wechsel zu Rapid. Hast du da lange überlegen müssen, von Deutschland weg, oder hast du von Regensburg die Hoffnung gehabt, vielleicht in Deutschland von der dritten in die zweite sukzessive den Weg zu gehen, oder war klar, Rapid als größter Verein in Österreich ist der nächste Schritt? Also es war anfangs jetzt, bevor jetzt die Anfrage von Rapid kam, ich gab es immer wieder Gespräche gerade mit deutschen Zweitligisten. Und da war eigentlich der Gedanke, jetzt nach Österreich zurückzugehen, jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht da einfach. Da war jetzt okay, der nächste Schritt ist die zweite Liga. Und da hat es dann auch einen Verein gegeben, Kräuter Fürth, der sich intensiv mit mir beschäftigt hat. Und ja, das war dann eigentlich schon irgendwie so die Planung. Und dann kam aber plötzlich der Anruf, der Dortmund-Trainer, der mich halt unbedingt verpflichten wollte, ist dann, glaube ich, damals zu Leipzig gegangen, von Fürth. Und danach hat sich das, also noch bin ich angerufen worden, das war, da habe ich auch gerade geheiratet in dem Jahr, kurz vor den Flitterwochen, habe ich einen Anruf gekriegt, das hat sich zerschlagen. Und dann habe ich einmal gedacht, okay, was ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Irgendwie war ich da schon eingestellt, okay, vielleicht ergibt sich das. Und bin eigentlich in Urlaub geflogen und mitten im Urlaub kriege ich dann eben den Anruf, das von Andi Müller, der mich angerufen hat und gesagt hat, dass sie sehr interessiert an mir wären und dass sie, ob ich mich mal treffen wollen würde mit dem damaligen Trainer, mit dem Zoki Barisic und mit dem Raimund Hedl. Und ja, dann gab es ein Gespräch im Stadioncenter da, ein bisschen versteckt, oben im Café. Und danach war das für mich eigentlich klar. Und das hat sich dann so, glaube ich, noch ein bisschen gezogen mit der Ablösesumme, weil dann auch genau an dem Tag, wo der Anruf kam, glaube ich, 6 Stunden später, war wirklich ein witziger Zufall im Urlaub, wo vorher noch zugesichert worden ist vor Bremen, okay, wir legen dir sicher keine Steine im Weg, Raphael Wolf muss operiert werden. Das ist kein Witz, war wirklich, glaube ich, am gleichen Tag, am Abend, mittags noch, hat der Andi Müller mir gesagt, ja, ich habe auch schon geredet mit dem Thomas Achin, der damals Manager von Werder Bremen war, das wird sicher in Ordnung gehen, wenn du dich mit dem Trainerteam verstehst. Und 6 Stunden später kam der Anruf auch vom Dortmund-Trainer von Bremen, na, du kommst sicher zurück. Wir brauchen dich, du hast auch eine Qualität und wir haben sonst nur 2 Torhüter, weil der Felix Wiedwald ist damals verpflichtet worden und wir haben keinen dritten. Und war dann auch so ein bisschen hin und her und hat sich ein bisschen gezogen, aber Gott sei Dank haben sie sich dann irgendwo, glaube ich, in der Mitte gefunden.
was die Ablösesumme angeht. Und da nochmal danke an Rapid, dass sie eben für einen Tormann, der, also ich glaube, 14 Drittligaspiele also und 1,5 Bundesligaspiele in der deutschen Bundesliga doch eine Ablöse zahlt haben, was vielleicht auch nicht selbstverständlich ist, dass das dann Gott sei Dank zustande gekommen ist. Du warst aber bei Rapid von Beginn an auch nicht gleich die Nummer 1. Ne? Da war ja der Jan Novota. Und da wollte ich dich auch fragen, weil du hast ja mit Jan Novota und jetzt mit Tobias Knoblauch ja zwei komplett konträre ja, Kameraden, Konkurrenten irgendwo. Dormann hat man immer irgendwo einen Konkurrent. Ich meine, ich habe den Jan selber mal kennengelernt. Einen viel netteren Menschen habe ich eigentlich selten kennengelernt. Und Tobias ist ja auch sehr nett, aber der ist ja ein ganz anderer Typ, der vielleicht manchmal ein bisschen das Klischee, dieses Tormann-Klischee, was es ja immer wieder gegeben, dass Tormänner ein bisschen eigen sind, erfüllt. Wie war die Situation am Anfang für dich? Hast du eine Art Bedingung gestellt, du willst Nummer 1 sein? Oder hat man dir von vornherein gesagt, es gibt ein Duell, einen Kampf mit dem Jan? Ja, so ist gesagt worden, dass es eben offen ist und sie haben sich dann am Anfang für den Jan entschieden und das war auch, muss ich sagen, noch ein bisschen ein kleiner Schlag für mich, war nicht ganz einfach. Aber ja, wie du sagst, beim Jan war es so, das trifft es ganz gut. Einer der nettesten Menschen, die ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe. Den konnte mir auch nicht böse sein, wenn er gespielt hat, oder? Ich bin so, so froh, wenn er uns mal besuchen kommt. Also gibt wenig Menschen, wenig Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe, die ich so gern wiedersehe. Und das ist, denke ich, bei Torhütern wirklich selten der Fall, wenn es halt Konkurrenten sind. Also das war wirklich ja, ihm geschuldet, halt, dass das wirklich so eine brutal gute ja, Zusammenarbeit war. Aber ich muss sagen, mit dem Tobias oder jetzt generell auch mit Paul Gartler in unserem Tormann-Team, wir sind auch wirklich gegenseitig freuen, gegenseitig pushen, loben. Heute war erst der Ball, wo der Tobias bei mir geschossen hat, der dann irgendwie zufällig bei einer Stange abgefälscht worden ist und den ich aber trotzdem überraschend irgendwie auch für mich gehalten habe, wo es gemerkt hat, wo alle Bravo, alle geschrien haben, auch eben der Paul und der Knofi auch. Also wo du merkst, wir sind wirklich auch ein Team und so soll es, denke ich, auch sein. Weil es soll einfach ja, der Trainer entscheiden, wer spielt, aber wir sollen uns nicht hinterrücks irgendwie was Schlechtes wünschen, sondern es soll einfach darum gehen, dass jeder alles aus sich rausholt und wir dadurch halt gemeinsam besser werden. Weil egal wie ehrgeizig ich bin, aber trotzdem ist es einfach so, wenn hinter dir Torhüter sind, die im Training auch gut halten, ist es halt einfach jeden Tag ein Wettbewerb, wo du einfach der Beste sein willst. Und da ist es einfach besser, trotz allen Eigenantriebs, wenn du halt wen hast, der dich einfach fordert. Wie lange hat es gedauert, bis du dann quasi statt den Jahren dann ins Tor gegangen bist? Weil dann kam ja auch noch die Geschichte mit Kanadi, wo er dann der den Tobias in der Winterpause zur Nummer 1 gemacht hat. Das war ja auch nicht ganz einfach. Nein, es war ja so ein Mix. Der Jan hat sich, glaube ich, an der Schulter verletzt gehabt gegen Villarreal, wo ich dann reinkommen bin, wo ich dann halt, das war kurz vor Weihnachten, wo ich dann bis Sommer fertig gespielt habe. Und dann war es so, dass der Mike Büskens eben am Anfang auch wieder auf den Jan gesetzt hat. Ich aber da viel besser damit umgehen habe können, wo ich irgendwo so diese Jetzt-erst-recht-Mentalität dann, ja, ich sage jetzt eigentlich mal wirklich gelernt habe, wo du sagst, okay, wo ich dann vielleicht auch im Erwachsenenfußball angekommen bin, wo du sagst, okay, du musst halt jetzt einfach durchbeißen und du bist nicht ewig der Junge, der halt warten kann, sondern du musst halt einfach um den Platz kämpfen und habe dann, denke ich, auch richtig gut trainiert und eben dann irgendwann das Vertrauen bekommen vom Mike Büskens. Und dann kam halt ja der Dame Kanadi, der halt eben ja, dann wieder so anders entschieden hat, wo ich dann aber auch irgendwann gelernt habe, dass das auch, egal auch wenn es, glaube ich, im Fußball immer heißt, es gibt Sympathien oder irgendwas, da bin ich der Meinung, dass das einfach nicht stimmt. Ich bin der Meinung, ein Trainer stellt immer die auf, mit denen er glaubt, dass er am erfolgreichsten ist. Einfach aus dem simplen Grund, weil er für sich auch erfolgreich sein möchte. Also so wie ich als Spieler gut spielen möchte, möchte der Trainer auch in seinem Ding erfolgreich sein, damit er halt weiterkommt. Und ich glaube nicht, dass da irgendwas gibt, das ist jetzt mein Freund oder ich kenne den Spielerberater und deswegen lasse ich den Spieler spielen. Also das wird oft so gern hergenommen von einigen Spielern, immer irgendwelche Ausreden, aber ich bin schon lange davon weg, dass ich irgendwem ja, irgendwas vorwerfe, sondern ich bin halt immer verantwortlich dafür, dass mich der Trainer spielen lässt. Und wenn er halt in irgendjemandem was sieht, vielleicht was Besonderes, was,
was zwar vielleicht gar nicht da ist, aber er sieht es halt in dem Moment, da muss ich halt so gut sein, dass ich sowieso wieder spiele. Also das liegt immer nur, finde ich, an mir. Und so ist halt dann im Sommer dann noch gekommen, nachdem der Dame Kanadi weg war, hat halt dann der neue Trainer Goran Djuric gesagt, das ist halt ein offener Konkurrenzkampf. Und so habe ich das halt von Anfang an gesehen, dass ich gesagt habe, okay, es ist eine offene, es ist meine Chance. Und habe dann, denke ich, eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt und ist dann Gott sei Dank halt auch dann belohnt worden. Das wirkt alles, du wirkst irrsinnig so ausgeglichen und mental irrsinnig stark. Ja? Und ich habe ja auch das Gefühl, und das ist ja nicht nur mein Gefühl, dass du einen sehr, sehr extrem professionellen Zugang zu diesem Sport hast. Das beginnt auch mit der Ernährung, da kommen wir dann auch später dazu, auch mit deiner Einstellung zum Sport, mit der Vorbereitung auf Spiele. Du hast natürlich als 21-Jähriger natürlich ganz anders mental reagiert als jetzt als 26er, der schon 160 Spiele für Rapid gemacht hat, der natürlich auch schon in großen Stadien wie Glasgow, Mailand gespielt hat. Wann hast du angefangen, so mental stark an dir zu arbeiten, oder ist das einfach dein Naturell? Ich denke, angefangen hat das Ganze, warum ich so bin, wie ich bin, glaube ich, war ein bisschen das, dass ich, auch wenn ich dann schon mit 12 oder so Dormantraining gehabt habe, aber es war nicht wirklich so ein Dormantraining wie im heutigen Sinn, wo wirklich die Technik erlernt wird, sondern es sind halt einfach Bälle hingeschossen worden und entweder ist mir früher vorkommen, du hast halt irgendwie das Glück gehabt, dass du dich richtig geschmissen hast, dann hast du die Chance gehabt, dass du da oben kommst, oder du bist halt irgendwie, so wie beim Torhüter, sagt man immer klassisch, der Fall nach hinten oder so bei Kindern. Die kriegen das dann nie raus und schaffen es halt nicht weiter nach oben zu kommen. Und ich glaube, deswegen bin ich so geworden, weil es halt wirklich so war, dass ich dann am Wochenende den Fernseher eingeschalten habe, dann habe ich damals Helge eben zugeschaut bei Rapid, oder in Jens Lehmann, in Oliver Kahn, Buffon, Casillas. Ich habe mir die einfach angeschaut im Fernsehen und dann bin ich am Wochenende mit Papa am Platz gegangen und habe gesagt, Papa, der Helge steht so da oder der Buffon macht das so. Bitte lass uns das probieren, schieß mir den Ball jetzt 10-mal da Richtung, wenn ich Kreuzeck oder flach, und ich probiere es nachzumachen. Und deswegen habe ich, glaube ich, früh angefangen, ein bisschen mein eigener Trainer zu werden. Egal in was für Bereiche. Und früh rein gehört ein bisschen, was tut mir gut. Egal, ob es eben ist beim Essen oder beim Training. Und das ist, denke ich, jetzt im Nachhinein eine große Stärke von mir. Also so sehe ich das zumindest. Weil wenn du, glaube ich, früh schon in so hochprofessionellen Bedingungen einfach reinwächst, dann ist halt die Gefahr, dass du einfach so ein bisschen blind wirst und einfach nur blind den Anweisungen folgst. Was auch gut sein mag, und es ist sicher auch der einfache Weg. Aber ich denke schon, dass so ein guter Mix ist aus vielleicht einem professionellen Training, aber trotzdem selber hinterfragen und selber schauen, wie man eigenständig besser werden kann. Und so hat das eben dann noch angefangen. Muss ich sagen, ich war eigentlich, glaube ich, habe mich immer gut gefühlt, aber bei Rapid habe ich dann schon gemerkt, dass das schon was ganz Besonderes ist. Und irgendwie habe ich mir eine Zeit lang dann schwer damit umzugehen, mit diesem Erwartungsdruck, und habe dann eben auch mit Mentaltraining angefangen. Und da bin ich da bin ich jetzt noch immer bei meiner Mentaltrainerin, der Jennifer Steinwandner heißt sie, die wirklich für mich ein Segen ist, die jetzt, wo ich jetzt gemerkt habe, nicht nur im Sport, sondern einfach so im generellen Alltag, im Leben, wie viel ich durch sie eigentlich profitieren habe können, ist eigentlich nicht in Worte zu fassen. Und wie viel sie ein bisschen den Horizont in mir erweitert hat. Das war auf jeden Fall ein Riesengewinn. Und natürlich, ihr seht es dann meistens halt im Sportlichen, dass das halt da dann deutlich stabiler und besser geworden ist. Wie gehst du mental? Und Tormänner haben natürlich, das ist ja jetzt auch nichts Neues, was ich da erzähle oder was du auch erzählst, aber Tormänner haben, das sind natürlich irgendwo Einzelsportler in einem Mannschaftssport. Die dürfen Dinge, die die anderen 10 nicht dürfen, haben ein eigenes Training, sind nicht isoliert von der Mannschaft, aber trainieren sehr viel mit ihren Tormann-Kollegen, haben natürlich auch einen anderen mentalen Druck. Das ist ja klar, ein Stürmer, der 4 Chancen vernebelt, aber in der 90. das Tor macht, ist der Held. Ein Tormann, der 4-mal super Bälle hält und dann durch einen blöden Fehler verliert oder verliert die Mannschaft, also es gibt einen Punkteverlust. Es gibt auch viele Tormänner, die an dem scheitern. Ich meine, der Karius zum Beispiel ist ein Tormann, der sicher sehr talentiert ist, aber der hat es bei Liverpool einfach irgendwo wahrscheinlich mental nicht ganz geschafft. Ne? Dann gibt es auch so Sachen wie Robert Enke, dem das Ganze dann irgendwie zu viel geworden ist. Also Tormänner sind schon
nicht nur sportlich, sondern auch mental in einer sehr, sehr besonderen Situation. Der Druck ist ja nicht groß. Du hast selber schon Elfmeterschießen gehabt, große Spiele gehabt, wo du weißt, jeder Schuss kann da jetzt entscheiden oder ich kann zum Held oder zum Loser werden. Sind das so Dinge, wo du mit deiner Mentaltrainerin arbeitest, an dir, um diese doch sehr spezifische Aufgabe so gut zu meistern? Ja, ich denke eben, du sagst schon, es ist schon was Besonderes eben, weil du musst ja etwas verhindern. Ein Stürmer eben, der will was erreichen, aber du als Stürmer musst eigentlich was verhindern, immer das Tor, also wenn ein Schuss aufs Tor kommt. Aber für mich ist einmal die erste Grundvoraussetzung, wenn ich weiß, ich habe wirklich, ich sage jetzt einmal, ich sehe das dann oft jetzt so in Wochenzyklen, wenn wir keine englischen Wochen haben, wenn ich weiß, ich habe die Woche über wirklich alles abdeckt. Ich habe jetzt im Training super konzentriert gearbeitet, ich habe geschaut, dass ich genug Schlaf kriege, ich habe mich gut ernährt, also ich habe wirklich alles dafür getan, damit ich jetzt erfolgreich bin oder auch eben, was ich oft mache, mir irgendwelche kleinen so Zwischenziele, ist jetzt das falsche Wort, aber irgendwie so, ja doch, Zwischenziele setze. Wenn ich zum Beispiel merke, okay, im letzten Spiel ist mir aufgefallen, wenn einer auf mich zutrippelt im 1 gegen 1, auch wenn ich das generell auch immer viel trainiere, aber da muss ich wieder ein bisschen mehr machen und dann mache ich noch extra Schichten nach dem Training mit die Stürmer oder sowas. Und dann weiß ich, okay, ich habe das jetzt auch einbaut. Also wenn ich wirklich weiß, ich habe die Woche über alles dafür getan, damit ich jetzt, wenn ich jetzt rausgehe, einfach erfolgreich sein kann, dann gibt mir das einfach ein super Gefühl, weil ich weiß, okay, ich habe jetzt alles dafür gemacht und jetzt muss ich einfach nur die PS am Platz bringen. Und das hilft mir einfach, dass ich denke ich von Grund auf so ein, ja, weil es mir einfach Spaß macht. Ich will gar nicht sagen, dass das professionell ist, sondern das ist einfach meine Leidenschaft, dass ich halt wirklich für den Fußball lebe und jeden Tag dafür lebe. Und das gibt mir einfach so ein bisschen einen Halt, dass ich weiß, okay, eigentlich bin ich so gut, dass wenn ich jetzt meine Leistung abrufe, dass dann eigentlich wenig schiefgehen kann. Wie gehst du um mit Misserfolg? Ich kann mich noch erinnern, ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber an das Tor in Grödig, du wirst es vielleicht noch wissen, der dazu quasi, wie sagt man, durch die Hosendecke gegangen ist. Das sind ja alles Dinge, die passieren dir jetzt nicht mehr. Du bist ja jetzt wesentlich stabiler, robuster. Ein fehlerlos ist niemand, aber solche Dinge passieren nicht mehr. Wie bist du damals mit solchen Dingen umgegangen? Du hast nämlich damals, war der Eindruck von außen, zwar extrem ehrgeizig, aber fast, wie soll man sagen, ein bisschen verkrampft. Du warst irgendwie, weißt du, was ich meine? Es war irgendwie so locker, ist auch der falsche Ausdruck, aber irgendwie übermotiviert, hat man fast das Gefühl gehabt. Und dann sind immer wieder auch Fehler passiert. Das hast du ja dann eigentlich jetzt in den letzten Jahren massiv oder extrem abgestellt. Ja, ich denke, da ist eben, weil ich vorher über das Mentaltraining geredet habe, hat mir da meine Mentaltrainerin sehr, sehr viel geholfen, weil auch wenn ich es natürlich irgendwo bewusst gewusst habe, aber mein Unterbewusstsein hatte ich so wirklich erkannt, dass es halt trotzdem halt nur Fußball ist. Sondern es war halt dann teilweise zu, ja, vielleicht weil es halt einfach von Kind auf so ein Riesentraum war und ich wirklich, weil ich halt immer ein bisschen später mit Fußball angefangen habe, einfach glaube ich schon viel mehr trainieren habe müssen, um so weit zu kommen überhaupt als andere, die es vielleicht einfach von klein auf, ja, irgendwelche Edeltechniker sind, die da sowieso reinkommen, habe ich dem ein bisschen zu viel Bedeutung gegeben und das, man muss dem viel Bedeutung geben, man muss halt wissen, dass auch nebenbei ein anderes Leben halt auch noch gibt. Was, war wahrscheinlich was deine Familie auch zum Beispiel. Genau, ja, und auch jetzt ist es noch so, zum Beispiel heute haben wir zweimal Training gehabt und für mich ist es halt einfach entspannender, wenn ich dann, wenn es sich halt von der Zeit her ausgeht, ich wohne Gott sei Dank nur 15 Minuten da vom Happelstadion entfernt, wenn ich da halt einfach heimfahre und eine Stunde mit den Kindern spiele. Wenn dich nicht jemand aufhält. Das ist genau, ja, aber das ist für mich, wie vielleicht der andere einen Mittagsschlaf macht, das ist für mich so eine Erholung, zu Hause zu sein und da spielt einfach meine Familie eine riesengroße Rolle, meine Frau, die, ja, wo ich einfach weiß, dass meinen Kindern immer gut geht bei ihr, die mich auch voll unterstützt eben. Und ich sage, das ist eigentlich so die Basis meiner Leistungen, muss ich ehrlich sagen. Meine Familie, meine Frau, meine Kinder. Ohne die, denke ich, wäre ich jetzt nicht eben so stabil und würde mich nicht so gut fühlen, wie ich mich eben fühle.
Ein weiterer Punkt, der ja bei dir interessant ist, ist deine Ernährung. Du ernährst dich vegan. Stimmt, ist das richtig? Ja, man kann sagen zu 95-99%. Ist das jetzt im Leistungssport kompatibel? Sprich, wie geht sich das aus mit diesen extremen Belastungen, die du... Ja, das war halt auch wieder so, wie ich gesagt habe, wie ich früher mit Papa am Platz gestanden bin und was ausprobiert habe, so habe ich eben, weil ich, das war vor eineinhalb Jahren eigentlich, habe ich damit begonnen, da habe ich mich einfach nicht gut gefühlt, habe oft mit dem Rücken Probleme gehabt, generell muskuläre Probleme, oft in der Früh beim Aufstehen, habe ich gemerkt, wie die ganze Muskulatur fest ist. Und im Sommer, jeder weiß, man grillt halt sehr gerne und wir haben halt früher einfach so einen Elektrogriller von Weber, ich will jetzt keine Werbung machen, aber wurscht. Den haben wir damals neu gekauft gehabt eben und den haben wir halt heftig ausprobiert. Ne? Den haben wir halt fast jeden Tag eingeschalten. Und haben halt, und ich war früher noch der Meinung, halt, Fleisch ist super, man braucht viel Eiweiß. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass man viel Eiweiß braucht, aber da habe ich halt wahrscheinlich noch mehr Fleisch und Fisch gegessen als sonst. Und dann irgendwann habe ich gedacht, so jetzt habe ich dann zufällig über basische Ernährung gelesen. Und basische Ernährung ist halt eigentlich vegane Ernährung ohne Weizen, wenig Getreide, sage ich einmal, und wenn nur Vollkorn. Und habe halt eigentlich damit angefangen und sehr streng halt am Anfang und habe halt fast von Tag 1 wirklich, ja, war mein Leben ganz anders. Früher habe ich ganz oft einfach mittags, bin so ins Loch reingefallen, habe so oft schlafen müssen und das ist jetzt eigentlich komplett weggefallen. Also selbst wenn ich nachts einmal ein bisschen weniger schlafe, weil die Kinder vielleicht irgendwie länger aufsehen oder früher aufwachen, bin ich untertags eigentlich fast immer voller Energie. Und ich bin aber so, dass ich jetzt nicht sage, ich esse nie Fleisch. Also zum Beispiel meine Frau oder meine Mama, beide eigentlich machen ja richtig leckeres Gulasch und wenn sie halt das machen, dann esse ich das natürlich mit. Also das ist jetzt nicht so, oder wenn ich im Urlaub irgendwo bin und da gibt es halt jetzt beim Abendessen irgendwas, weiß ich nicht was, zum Beispiel Faschiertes esse ich einfach auch gern. Und wenn es halt da irgendwas, weiß ich nicht was gibt, dann esse ich das halt. Aber es ist nicht so, dass ich das ein, zwei Tage vor dem Spiel essen würde. Da ist das klar für mich, da lebe ich halt dann wirklich, ich will es auch nicht sagen streng, weil es einfach so viele, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, wie man Hülsenfrüchte, die halt eben viel Eiweiß haben, zubereitet, dann merkt man, dass man es eigentlich gar nicht braucht. Also ich vermisse jetzt, wenn ich jetzt nie wieder Fleisch essen würde, würde ich es jetzt nicht auch nicht wirklich vermissen, weil es einfach so viele Gerichte gibt, die so gut schmecken. Deswegen würde ich nicht sagen, dass ich auf was verzichte, damit ich eben mehr Leistung am Platz bringen kann, sondern es ist halt einfach ein bisschen eine Umstellung. Du musst vielleicht die Restaurantwahl ein bisschen überdenken, das ist das Einzige. Aber wegen unserer zwei Kinder essen wir eigentlich eben meistens zu Hause. Und deswegen ist das alles komplett leicht, komplett einfach zu handeln. Und wie gesagt, ich merke halt wirklich, erstens mal körperlich so von den Muskeln, wie sich die anfühlen, wie geschmeidig die sind, einen großen Unterschied. Aber auch im Alltag eben mit Fußballprofi und zwei Kindern, da merkst du halt, ist halt schon ein Vorteil, wenn du ein, zwei Stunden weniger Schlaf brauchst als früher. Und also das ist schon wirklich ein sehr großer Benefit. Wenn ihr als Mannschaft im Training, im neuen Trainingszentrum, glaube ich, wart ihr jetzt schon einige Zeit dort, wird da auf das Rücksicht genommen? Kannst du dich dort auch so ernähren oder wie funktioniert das? Ja, also es gibt größtenteils schon eben Gerichte, wo nur Gemüse drin ist, wo halt eben keine Milchprodukte drin sind. Also das versuche ich eben gerade, Milchprodukte und Getreideprodukte. Also da habe ich gemerkt, bei Gluten und alles, was mit Milch zu tun hat, vor allem mit Kuhmilch, da geht es mir einfach schlecht danach. Also da merke ich, dass die Muskulatur komplett fest wird. Das ist bei mir, habe ich aber auch schon oft gehört, dass jeder unterschiedliche Anzeichen hat, aber ich merke da wirklich einen Unterschied, dass ich mich einfach nicht gut fühle, gar nicht vom Bauch her, aber sonst vom restlichen Körper und dass ich halt müde werde und träge. Und da gibt es meistens was. Ich habe aber auch, ich esse halt so Buchweizennudeln. Die habe ich auch, muss ich sagen, bei jedem Auswärtsspiel dabei oder auch bei jedem Heimspiel. Also die esse ich immer mittags vorm Spiel, gibt es halt bei mir Buchweizennudeln. Das ist einfach, da habe ich das Backel mit, gebe es halt ab in der Küche und die kochen mal das. Und die habe ich halt auch da immer mit und dann frage ich in der Früh den Koch, was halt mittags gibt. Und wenn halt dann mittags eben kein Vollkornreis oder keine Kartoffeln da sind, dann sage ich halt auch, bitte koch mir da eine halbe Packung und das macht er dann. Und so ist das dann ganz einfach zu steuern. Gibt es andere Spieler in der Mannschaft, die
sich ähnlich ernähren? Nein, obwohl jetzt einige, glaube ich, auch ein bisschen weniger Fleisch essen, also fleischlos. Da steigen einige immer mehr um. Ich habe jetzt aber noch nicht mit denen geredet, wie sie sich fühlen oder ob sie das jetzt einfach egal, aus ethischen Gründen machen oder vielleicht, weil es halt auch jetzt gab es ja auch ein bisschen diesen Film mit Game Changer, ob du den gesehen hast, wo es halt auch darum geht, Spitzensportler, die sich vegan ernähren. Ich muss sagen, bei mir hat es wirklich halt einfach egoistische Gründe, muss ich sagen. Natürlich jetzt, wenn man dann eben viel weniger Fleisch isst und denkt, was man früher, ich habe ja wirklich, das war ja bei mir ein Sprung von 100 auf 0, also über einen halben Kilo Fleisch oder Fisch jeden Tag gegessen, weil man dachte, ich brauche so viel Eiweiß. Und natürlich ist es auch eine praktische Eiweißquelle. Das gibt es überall in jedem Restaurant zu Genüge. Und sonst muss man halt ein bisschen schauen, wie man das. Das ist auch selber einfach zuzubereiten. Genau, er ist auch ganz leicht zuzubereiten. Schmeckt immer gleich, also da weiß man, was man kriegt. Aber wenn man halt dann so über den Mehrwert noch nachdenkt, was noch über sich selbst hinausgeht, ist das natürlich auch, denke ich, für unsere Gesellschaft jetzt sicher auch nicht schlecht, wenn man ein bisschen weniger Fleisch isst. Aber ich glaube, so wie ich, wir haben einen Masseur in Bertel, der ist schon länger Veganer, der ernährt sich noch vegan und ist auch so wie ich, dass er wenn ich, für ihn ist ein Reformhaus wie ein Spielzeugladen für Kinder und so geht es mir genauso. Und da tauschen wir halt dann hin und wieder aus, was wir Neues entdeckt haben für Produkte, die irgendwie gut sind. Das heißt, du beschäftigst dich mit diesem Thema sehr. Voll, ja. Also mir macht das richtig Spaß. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich vielleicht später oder naja, in naher Zukunft vielleicht auch in die Richtung mal eine Ausbildung mache. Ist nicht ausgeschlossen, weil es mich einfach ja, wirklich voll interessiert, dass man einfach super gesunde Lebensmittel auch in super leckere Gerichte verwandeln kann. Das heißt, du musst keine Nahrungsergänzungsmittel nehmen, um irgendwelche Dinge auszugleichen. Also ja, Vitamine. Also ich glaube, dass das Leistungssportler, also ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die man generell ergänzen muss. Da gibt's auch, ich habe jetzt erst einen Podcast gehört über einen der, weiß ich nicht, renommiertesten europäischen Ernährungswissenschaftler, ich glaube Marco oder Marcel Ritter oder so heißt der, und der auch selber Veganer ist, der halt auch einiges ergänzt. Und es gibt einfach so Sachen, zum Beispiel, wenn es halt nicht ein Typ ist, der extrem leicht Vitamin D aufnimmt. Also ich nehme zum Beispiel halt Vitamin D oder was nehme ich noch? Genau, Vitamin D nehme ich sogar im Sommer, weil ich gemerkt habe, selbst wenn ich im Sommer, obwohl ich ja viel draußen bin, waren eigentlich die Vitamin D-Werte ziemlich niedrig. Da merkst du eigentlich, wie viel man oft verbraucht. Und als Sportler, glaube ich, verbraucht man generell einfach mehr, weil du halt ständig deinen Körper ja irgendwie auslaugst. Und ich habe da aber von einem Bekannten so ein Kombipräparat, was aber wirklich sehr, 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 sehr hochwertig ist, was eigentlich auch hochpreisig ist, aber da stellen wir es Gott sei Dank zur Verfügung, obwohl es jetzt auch kein Problem wäre, wenn ich mir das kaufen würde, wo eigentlich alles abgedeckt ist, der selber früher Leistungssportler war und deswegen weiß, was halt gebraucht wird, und das nehme ich schon jeden Tag und habe auch da nochmal ein bisschen ein paar Prozent gemerkt, wirklich, dass ich da ja immer voll leistungsfähig bin. Zum Thema Professionalität, du bist jetzt 5 Jahre bei Rapid. Würdest du sagen, hat sich der Verein in diesem ganzen Thema Training, Ernährung, diesen 5 Jahren weiterentwickelt? Ja, ich denke schon auf alle Fälle. Also, dass die Schritte Stück für Stück die richtigen sind, denke ich, sieht man einfach, dass jetzt auch das Trainingszentrum kommt, ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Gar nicht nur für uns Spieler jetzt, sondern auch einfach für den Verein, weil es einfach viel leichter ist, wenn du einfach höchst professionelle Bedingungen hast, um gerade Jugendspieler zu bekommen. Das ist zum Beispiel auch eine Geschichte, wie ich damals 15 war, hätte ich auch damals die Chance gehabt, zu Rapid zu wechseln. Da war es aber so, dass damals hat die Jugend in der Südstadt trainiert und die Schule war halt das Gymnasium gewesen, Maroltinger Gasse ist, glaube ich, im 14. Bezirk, und da war halt auch die Frage, wie fahrt man da hin und her? Und dann haben sie gesagt, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ich weiß nicht, wie lange war der Fahrt. Ist ja, von der Südstadt nicht mehr Holtinger Gasse fast schon. Ist halt eine halbe Weltreise, sage ich einmal. Und verlierst sehr viel Zeit. Ne? Das war halt auch so dann irgendwo ein Hindernis, wo ich dann gesagt habe, okay, in St. Pölten waren wir extrem verwöhnt. Da war Schule, Internat in einem Gebäude, du bist mit dem Bus bis rübergefahren worden. Und sogar danach haben sie es sogar verändert, dass alles in einem ist, so wie es jetzt ist. Und da habe ich gesagt, das
das taugt man nicht. Das habe ich gleich gespürt, okay, dass, wenn du es eben mal gewohnt bist, wenn du es mal verwöhnt bist, dann willst du das nicht mehr anders haben. Und das sind einfach so Sachen, die halt dadurch Stück für Stück ausgemerzt werden und die denke ich, einfach wichtig sind. Und eben jetzt ist super, dass der Verein auch eben, glaube ich, das ist jetzt dauerhaft ein Frühstück und ein Mittagessen, was wirklich auch eine super Qualität hat, einem zur Verfügung stellt, dass das denke ich oder da bin ich überzeugt eigentlich, dass wir das dann auch im Laufe der Saison merken werden. Ja, gute, ich glaube, gute Ernährung ist ja auch sehr wichtig, um Verletzungen auch vorzubeugen. Und da bin ich auch gleich bei einem Thema. Du hast ja diesen Kopfschutz. Da bist du vor 1,5 Jahren oder 2 Jahren mit dem Thomas Schammel im Trainingslager, glaube ich, zusammengestoßen und hast diesen Kopfschutz ja damals nicht mehr abgenommen. Ist er jetzt rein medizinisch, glaube ich, ist er ja nicht mehr notwendig. Ist es für dich jetzt, Talisman will ich nicht sagen, aber fühlst du dich mit dem jetzt sicherer? Ja, er gehört irgendwie zu meiner Ausrüstung dazu. Also ich muss sagen, ja, ich habe ihn dann eben oben gehabt ein paar Wochen und habe ihn dann eben ein paar Wochen tragen sollen, weil eben bis der Bruch hinterm Ohr verheilt ist. Und habe dann aber gemerkt, wenn ich ihn abnehme, ja, irgendwie habe ich mir gedacht, das war's für ein Grund eigentlich. Nur damit ich vielleicht wieder eine Verletzung riskiere. Und es war ja damals schon so, dass der erst im Nachhinein eigentlich, als ich dann noch 2-3 Monate später bei der Nachkontrolle war, hat mir der HNO-Arzt gesagt, dass er das halt, weil es halt nicht so oft vorkommt, dass halt ein Profisportler, Profifußballer halt vorbeikommt, hat er das mit seinen ja, allen möglichen Kollegen besprochen. Und so wie die Verletzung war, weil ich habe halt dann einen Tinnitus eine Zeit lang gehabt im rechten Ohr, weil das Mittelohr verletzt war, hat er gesagt, dass das eigentlich schon sehr viel Glück war, dass ich nicht einen bleibenden Gleichgewichtsschaden gehabt habe. Also er sagt, normalerweise, wenn du so einen Schlag kriegst, wo du einen Schädelbruch hast und eben das Mittelohr verletzt ist, hat man normalerweise auch oftmals wirklich langwierige Gleichgewichtsprobleme. Und das war mal bei mir, ich habe 3 Tage später bin ich wieder am Trainingsplatz gestanden. Also das war wirklich viel Glück und das hat mich eigentlich auch bestärkt in dem, dass ich mir gedacht habe, wieso nicht? Weil ich habe irgendwie erstens mal Verantwortung mir selbst und der Mannschaft gegenüber, aber auch meiner Familie gegenüber, weil im Endeffekt verdiene ich ja gutes Geld und da hat man gesehen, wie schnell es vorbei sein hätte können und wenn das vielleicht ein bisschen schützt, erst jetzt habe ich im Training irgendwo genau da, wieder auf mein rechtes Ohr, wo das eben damals passiert ist, ein Schuss aus 3 Metern, ein Wolleschuss gegen den Kopf kriegt und da ich mir auch gedacht, siehst, eigentlich tut es nicht einmal richtig weh und ja, so also bestärkt mich jede Situation, wo ich irgendwie wieder einen Ball gegen den Schädel kriege, dass die richtige ist. Und heute beim Spiel gegen Salzburg wurde ja die Verletzung die zweite Kopfverletzung jetzt bekommen, erlitten hast. Glaubst du, dass du diese Helm ist es ja keiner, wie sagt man, was ist das? Ja, es ist vom Rugby, so Rugby-Helm. Es gibt Rugby-Helm, ja. Hat dich bei dem Zusammenstoß mit dem Salzburg-Spieler vielleicht vor Ärgern bewahrt? Oder hätte das in dem Fall keine Rolle gespielt, ob du einen Helm aufgehabt hättest? Ja, ich denke, er schützt jetzt nicht wirklich vor Erschütterungen, vor Gehirnerschütterungen, weil das sind ja Gehirnerschütterungen passieren ja oft, wenn ein bisschen was so unvorhergesehen ist. Wenn es eben, so wie es da war, er spitzelt ihm vorbei, ich schaue einen Ball hinterher und danach kriege ich das Knie gegen den Kopf, wo ich nicht damit rechne. Aber ich denke, er schützt gerade vor, eben du kriegst ein Knie gegen den Kopf, du hast dann vielleicht Kernbruch oder sowas. Und ich denke schon, dass mich der eben in einigen Situationen jetzt schon im Training ein bisschen, dass er das ein bisschen dämpft und wenn du einfach das Risiko minimieren kannst oder wenn es eben, ich sage jetzt mal, damals, wie ich mit Thomas Schrammel zusammengeprallt bin, da war dann das erste Spiel gleich das Derby gegen die Austria, aber da waren noch, glaube ich, 3 oder 4 Wochen Zeit, aber wäre das 5, 6 Tage später das Spiel gewesen, hätte ich nicht spielen können, weil einfach alles, was laut war, das war damals so schmerzhaft im Ohr und vielleicht ist dann eben eine Situation, eben jetzt gegen Salzburg, wo ich halt 2 Wochen später wieder im Tor stehen kann und vielleicht nicht eben 4 Wochen später. Und wie gesagt, er stört mich überhaupt nicht. Das ist für mich eben jetzt schon so, ich setze ihn auf, okay, ich bin bereit. So ein bisschen so, auch beim Training oder beim Match, okay, jetzt geht's los, das gehört irgendwie schon dazu. Und ohne dem würde mir irgendwas fehlen, deswegen hat er nur Vorteile und eigentlich keinen Nachteil für mich. Auch nicht im Sommer, wenn es so extrem heiß ist. Naja, trotzdem eh so Löcher drinnen. Stellen wir dann schon ein bisschen unangenehm. Und natürlich ist es heiß, aber es gibt bei Inter Mailand hat es einen Spieler gegeben, Christian Schivu. Da habe ich erst gestern mit meiner Frau darüber geredet, weil auch bei Paderborn, ich weiß jetzt nicht, wer heißt, gibt es auch einen Verteidiger, der ein Tor geschossen hat am Wochenende und haben wir gestern in die Zusammenfassung geschaut, hat sie gesagt, schau, der hat auch einen Helm auf.
Da denke ich mal, beim Feldspieler finde ich es Ärger. Also beim Feldspieler, wenn er ständig rennt, denke ich mal, ja, das muss schon brutal sein, aber bei mir bis jetzt, Gott sei Dank, hat es mich noch nicht umgehauen, so der Hit. Das gegen Salzburg, war das jetzt von deiner Seite aus ein unglücklicher Zusammenstoß? Oder? Nein, nur also, machst du den Gegenspieler da keinen Vorwurf? Überhaupt nicht. Also, wenn sich einer böswillig irgendwie mit gestrecktem Fuß hinterher springt, obwohl er zu spät kommt, dann mache ich überhaupt keinen Vorwurf. Also, und ist das so, dass der Spieler sich dann nachher bei dir dann entschuldigt oder dass sich der gegnerische Verein erkundigt, wie es ja, er hat sich dann in der Kappa-Partie, wie wir gegen Salzburg gespielt haben, ist er dann eben, wie wir gestanden sind, im Spielertunnel, ist er kurz zu mir hergegangen und hat sich eben entschuldigt. Und das war eine nette Geste. Aber wie gesagt, ich habe mir nie gedacht, irgendwie er hätte was anders machen sollen oder so. Ich habe mir eigentlich, war noch im Krankenhaus, mein Spielerberater war auch im Stadion, mein Papa. Das Erste, glaube ich, was im Rettungswagen war die Frage, du, hätte ich da was anders machen können zu meinem Papa und im Krankenhaus zu meinem Spielerberater, der früher eben auch Tormann war und ich deswegen auch ein sehr gutes Verhältnis mit ihm habe, weil wir eben viel, viel analysieren gemeinsam immer und fachsimpeln. Also das war eigentlich die erste Frage, nur ob ich den Ball vielleicht anders verteidigen hätte können und nicht, ob der Spieler mir irgendwie, weiß nicht, böswillig reingesprungen ist. Also. Und relativ kurze Zeit später war ja diese Geschichte mit dem Herz. Haben sich dann irgendwie, du hast es ja in Interviews immer gesagt, nein, das ist so Routine, das ist nichts Tragisches. Mir hat das damals schon relativ schockiert im Stadion, wie du auf einmal dich so auf die Brust greifst. Und man dachte, puh. Also da relativieren sich dann einfach auch gewisse Dinge und haben sich dann auch deine Prioritäten vielleicht noch, du sagst immer, es ist eigentlich ja nur Fußball. Das gibt dir ja auch eine gewisse Kraft oder diesen Druck auszuhalten. Haben sich dann zusätzlich deine Prioritäten noch einmal etwas verschoben? Ja, ich muss sagen, in dem Moment habe ich es jetzt nicht so, so voll kapiert irgendwie. Ich habe mir gedacht, irgendwas ist komisch. Wo es dann schon irgendwie kurze Zeit der Gedanke ein bisschen merkwürdiger war, wie ich halt ins Krankenhaus reingegangen bin. Und kurz vor dem Eingriff habe ich mir schon gedacht, okay, am Herzen ist halt schon, auch wenn sie sagen, es ist eigentlich eine Sache, die sie so oft machen und eben in Wiener Neustadt, wo ich das mache, ablassen, laut allen möglichen Ärzten, die ich gefragt habe, da wirklich mit die Besten in ganz Österreich sind, denkt man halt schon nach, weil es halt eben nicht eine Knieverletzung ist, wo du sagst, okay, wenn am Knie was ist, dann humpelst du halt vielleicht maximal, das ist schon wirklich der Worst Case, sondern da kann es halt vielleicht wirklich, wirklich schier ausgehen. Und das war dann aber dann eben, wie ich aufgewacht bin, ich war schon vorbei und auch bis zur OP hin habe ich eigentlich nur mehr gedacht, okay, wie kann ich schnellstmöglich zurückkommen? Ich kann mich noch erinnern, einen Tag bevor ich ins Krankenhaus reingegangen bin, war ich noch im Fitnessstudio und habe, glaube ich, 2 Stunden nur meine Beine wirklich eigentlich auseinandergenommen. Da habe ich so viele Beine trainiert, dass ich eben, da ich glaube, eine Woche Muskelkater gehabt, aber bewusst, dass ich halt nichts verlieren an Muskulatur, dass ich halt, wenn ich am Platz wieder stehe, dass ich dann gleich wieder bei 100% bin. Also da war eigentlich der Gedanke nur ans Zurückkommen, aber eben den Moment kurz bevor ich halt ja, eingeschlafen bin und da am OP-Tisch gelegen bin, habe ich mir schon gedacht, okay, ja, wie du sagst, es gibt halt wichtigere Sachen und das Wichtigste ist, dass ich jetzt eigentlich mal gesund aufwache und der Rest ist eigentlich, ja, ist eigentlich so, wie das ganze Leben eigentlich bei mir ist, ein Zuckerl. Also wenn ich gesund bin, müssen wir generell sagen, in ganz Österreich eigentlich fast jedem Menschen oder ganz vielen von uns, Gott sei Dank, sind wir so gesegnet, ein Leben zu führen, was, ich will gar nicht wissen, ob es vielleicht mehr als 90% sogar, was ich mehr als 90% der ganzen Weltbevölkerung wahrscheinlich wünschen würden. Und als Fußballprofi sowieso noch, da hast du einfach so viele Vorteile und so ein schönes Leben, dass der ganze Ärger drumherum eigentlich sinnlos ist, solange du selber gesund bist und halt die Familie gesund ist. Kommen wir noch einmal ganz kurz zum Tormann zurück. Das Tormann-Spiel hat sich in den letzten Jahren ja extrem entwickelt. Es ist ja jetzt angefangen von, was ist der Edwin van der Sar war einer der ersten, der so massiv mitgespielt hat und Angriffe schon im Vorfeld abgeblockt hat. Der Manuel Neuer hat das ja noch einmal eine andere Ebene gesehen. Wo würdest du dich da sehen oder wie bildest du dich unter Anführungszeichen da auch weiter? Wie gut bist du eigentlich fußballerisch? Also heutzutage muss ja Tormann ja schon einigermaßen kicken können.
Wie würdest du da deine Qualität selber einschätzen? Ja, wie du sagst, dass sich das extrem verändert hat, sieht, denke ich, jeder. Und was, glaube ich, auch viele übersehen, ist auch immer, wie das Spiel dann auch innerhalb der Mannschaft angelegt wird, was du für Spielertypen hast. Ich kann mich noch erinnern, wie wir zeitlang Joel Linton oder Quilly Dyer gehabt haben. Da haben wir halt gegen Vereine, die presst haben, halt, das war halt unser Spiel, dass wir dann einfach das Spiel eröffnet haben mit einem langen Ball auf die und dann ins Spiel reinkommen sind, weil die einfach so extrem stark waren im Bälle sicher. Oder ich sage jetzt mal, die ganzen Red Bull-Mannschaften, egal ob Leipzig oder Salzburg, die spielen ganz, ganz viel, auch wenn jetzt vielleicht Salzburg ein bisschen mehr hinten raus spielt als noch die letzten Jahre, aber trotzdem ganz, ganz viel über den zweiten Ball. Also, und dann gibt es Vereine wie Barcelona, oder Manchester City mit Guardiola, wo halt einfach ein Tormann gesucht wird, der vielleicht nicht der Beste auf der Linie sein muss, sondern halt der Beste, wenn möglich, auf der Welt mit dem Fuß. Wenn ich jetzt Ederson hernehme oder Ter Stegen, die passen einfach halt in die Mannschaft rein wie die Faust aufs Auge. Und ich denke, so wird sich das auch in Zukunft entwickeln, dass generell die Torhüter zu den Vereinen so hinverpflichtet werden, wie sie halt mit dem Können, mit dem sie gesegnet sind. Eben einer ist stärker mit dem Fuß, einer ist stärker in der Strafraumbeherrschung, einer ist stärker oder hat seine Stärken auf der Linie. Aber natürlich muss jeder Tormann, so wie ich, auch alles beherrschen. Und da arbeitet man viel dran. Gerade was jetzt angeht, umschalten. Jetzt haben wir mit dem Taxi, mit dem Kelvin, der jetzt oft gespielt hat, der eigentlich einer ist, der oft blind einfach, wenn wir einen Eckball oder so haben und ich fange ihn ab, der einfach blind einmal 50 Meter vorrennt. Und da haben wir jetzt einfach Spieler, wo wir das auch nutzen können, wo wir Schnelligkeit drin haben, was vielleicht früher oft nicht so der Fall war, wo dann vielleicht eher Kurzpassspiel oder so gefragt war und auch unter Barisic als Trainer damals und jetzt halt vielleicht auch das schnelle Umschalten ein bisschen mehr unsere Stärke geworden ist. Und da muss sich auch der Tormann anpassen. Da musst du halt schauen, okay, du musst schnelle Abwürfe trainieren, schnelle Gegenstöße und das schauen wir halt im Training mit Jürgen gemeinsam, dass wir das halt eben verstärkt trainieren, dass man halt eben das schnelle Umschalten auch als Tormann eben mit einleiten kann. Eine Frage ist mir jetzt nicht beantwortet. Wie stark bist du also, Entschuldige, als Kicker? Das ist für mich das Tormannspiel interessiert. Ja. Da bin ich so drin, dass ich das jetzt ganz... Ja. Spielst du beim Training, wird das abbewusst? Manchmal spielst du da manchmal quasi als Feldspieler irgendwie mit? Ja, wir machen das schon. Also jetzt nicht natürlich jede Trainingsform, weil wir eben schon viel Tormann-Training haben. Aber gerade wenn es so Wandspieler gibt, was ja unser... Also, da macht man auf der Feld innen spielen, weiß nicht, 6 gegen 6 und du hast außen Spieler, die nicht attackiert werden dürfen, aber die halt, sag ich jetzt mal, nur zwei Kontakte haben also, oder direkt spielen müssen. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, wenn wir halt, weil das ist ja unsere Simulation, wir haben keinen Gegner, der in unserem Rücken oder so daherläuft, wie ein Stürmer vielleicht, der vom Verteidiger oder vor alle Seiten attackiert wird, sondern wir haben ja nur eigentlich das Spielfeld vor uns. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, dass wir da mitspielen und mit dem Fuß, ich muss sagen, ich bin sicher nicht schlecht, aber ich denke jetzt, im 1 gegen 1 oder auf der Linie bin ich, denke ich, das sind halt meine Stärken und der Rest ist einfach eben gerade das schnelle Umschalten oder die Ausschüsse, das muss einfach jeder beherrschen, das muss ich genauso beherrschen, genauso wie mit dem linken Fuß, dass ich ihn einfach vor, da habe ich mal eben im Nachwuchs früher ganz, ganz schwer, dann habe ich noch bei den Amateure, bei Hertha, habe ich einen zweiten Spieler gehabt, einen Innenverteidiger, der auch seine langen Bälle trainieren wollte, sind wir stundenlang immer nach dem Training am Platz gewesen und ich habe nur mit dem linken Fuß, weil ich damals wirklich nicht mit dem Schießen habe kennen. Und wenn ich jetzt dann manchmal im Major am Ball spielen muss mit dem linken Fuß und ich schlage ihn vom 16er über die Mittellinie, bin ich schon ein bisschen auch stolz, weil ich weiß, das habe ich mir einfach mit 17 Jahren angefangen, durch gnadenlose Stunden Training das anzueignen. Da merkt man aber auch, was möglich ist. Also deswegen höre ich da auch nicht auf und trainiere ganz viele verschiedene Varianten, wo ich Abstöße in gewisse Bereiche reinspiele, um da einfach auch besser zu werden. Also ich denke, es ist in Ordnung, es ist gut, aber eigentlich wie jeder Bereich will ich mich auch da verbessern. Wie bereitest du dich auf ein Spiel vor? Also jetzt studierst du speziell die Stürmer, die Schusstechniken, Standardsituationen, wie kann man sich das vorstellen? Bin überzeugt, dass du dich da sehr, sehr akribisch vorbereitest. Wobei Bundesliga, weiß nicht, da kennt man ja vielleicht die Stürmer irgendwo.
aber international, wenn man die Gegner nicht so gut kennt, muss man sich wahrscheinlich schon ein bisschen intensiver vorbereiten. Ja, das stimmt, obwohl ich denke, zu viel Vorbereitung hemmt dann auch manchmal so ein bisschen die Intuition. Also was ganz wichtig ist, sind, finde ich, Standardsituationen. Gibt es wie schießen sie die Eckbälle? Gibt es Spieler, es gibt oft Mittelfeldspieler, die aus unmöglichen Positionen einfach aufs Tor schießen. Das sind einfach so Sachen, die musst wissen und da bereite ich mich, glaube ich, sehr, sehr gut darauf vor. Aber gerade Feldspieler, Trainer, sage ich, neigen oft dazu, dass sie dann Sachen sagen, die nicht wirklich gut sind für einen Tormann, wie zum Beispiel, der schießt immer ins lange Eck oder sowas. Und dann, selbst wenn du weißt, du darfst dich nicht darauf verlassen, hast du es einfach im Kopf eingespeichert. Und das ist so, solche Sachen sind einfach schlecht, weil wenn dann eben der Stürmer, genau der Spieler, nach innen trippelt, du hast das irgendwo im Kopf und zack, schießt in die kurze Ecke und es ist zu spät. Also deswegen, bei uns ist gut im Verein, wir machen das wirklich mit dem Jürgen komplett separat, schauen uns ja eben alle möglichen Standardschützen an und eben, ob es ganz arge Auffälligkeiten gibt, eben ein Spieler, der aus 40 Metern Freistoß auch mal aufs Tor nagelt oder einer, der halt immer auf die zweite Stange flankt oder sowas. Aber gerade was aus dem Spiel heraus passiert, da muss man, glaube ich, auch ein bisschen die Intuition, ist ganz wichtig, dass man sich auf die verlässt und nicht auf, weil er halt die letzten zwei Spiele dreimal vor drei Schüssen ins lange Eck geschossen hat, wieder ins lange Eck schießen oder er schießt nur ins kurze, sondern da muss man, glaube ich, ein bisschen frei auch im Geist sein. Und bereitet man sich jetzt auch Elfmeterschützen vor? Also man weiß jetzt, was wir mir erzählen, Lindl ist der Elferschütze. Schaut man sich da 10 Elfmeter an und sagt, okay, Sieben ist jetzt da rechts oder wie, oder ist das auch eher Intuition oder lasst du das? Ja, ein bisschen was von beiden. Ja. Ein bisschen was von beiden. Jetzt kommen wir da eh schon langsam zum Ende. Was würdest du sagen, war so dein bestes Spiel bei Rapid in den letzten Jahren? Also mir fällt jetzt speziell immer das gegen Bukarest, das Heimspiel gegen Bukarest ein. Auch das Auswärtsspiel natürlich. Und beim Heimspiel kann man noch erinnern, dass der Stürmer von Steaua war, knapp vor Schluss ja sogar abgeklatscht mit dir hat, weil er schon derartig verzweifelt war. Das fand ich eine sehr, sehr schöne und sehr, sehr respektvolle Geste, dass der gegnerische Stürmer dir zu deiner Parade gratuliert hat. Ja, ich kann mich noch an den Moment erinnern. In der Aktion habe ich gar nicht so richtig. Ja, man sieht es auch im Fernsehen. Du hast gesehen, genau, ich habe es in der Wiederholung, dass ich das so gar nicht so richtig wahrnehme, aber ist natürlich schon ein Zeichen von Respekt und auch von der eigenen Leistung, eben, wenn ein Stürmer sowas macht. Ich muss sagen, schwierig zu sagen, was für mich ein bisschen fast die deswegen würde ich vielleicht die Partie nehmen, obwohl es eben da nur eine wirklich brenzlige Aktion war, aber war das Auswärtsspiel eben in Bukarest, weil ich halt, glaube ich, in der 82. Minute war oder sowas, den einen Ball, wo ich sie übergreife, noch über die Latte lenke und wo ich selber irgendwie kurz nicht mehr so richtig dran geglaubt habe, dass jetzt habe ich mir gedacht, jetzt ist irgendwie vorbei. Ich habe gedacht, scheiße, und komme halt aber gerade noch mit den Fingerspitzen ran. Und weil wir halt dadurch den Aufstieg geschafft haben, muss ich sagen, war auch emotional gesehen eins der schönsten Momente eigentlich mit Rapid. Da weiß ich noch, normalerweise bin ich schon auch nach dem Spiel sehr ruhig und freue mich eigentlich nur für mich selber, eigentlich, wenn ich gut gespielt habe oder wenn wir gewonnen haben. Aber da habe ich richtig gemerkt, wie so dieser ganze Ballast von den Wochen davor, weil wir als Mannschaft, aber ich auch für mich eben so dieses Ziel gesetzt habe, okay, ich will unbedingt in dieser Europa League Gruppenphase. Und eben gerade auch mit der ersten Halbzeit, die wirklich schlecht war, wo wir in Rückstand waren, wo wir eigentlich schon draußen gewesen wären und dass wir das noch drehen haben können und ich halt eben einen Beitrag dazu leisten habe können. Deswegen, ja, würde ich irgendwie, aber das ist halt auch jetzt emotional ein bisschen begleitet, die Partie nehmen. Dann noch zum Schluss, also langsam zum Abschluss, dein Zugang zu Fans. Ich kann mich erinnern, du hast ein sehr, sehr, also was bei den Fans extrem gut angekommen ist, ein Interview gegeben, wo du den Block West oder die Fans ein bisschen in Schutz genommen hast gegenüber, da war die Geschichte mit Maxi Wöber. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie beurteilen, ob das jetzt alles gut oder nicht gut war, aber du hast die Fans da sehr, sehr in Schutz genommen. Hast dafür auch ein bisschen Kritik geerntet natürlich, speziell von den Medien und so weiter.
Wie siehst du das heute jetzt? Du reflektierst ja solche Dinge auch sehr stark. Du bist jetzt 5 Jahre bei dem Verein, du kennst uns Fans, es ist halt auch eine sehr emotionale Geschichte. Wie siehst du das jetzt im Nachhinein, nachdem du vielleicht ein paar nachgedacht hast? Oder also die Aussage meinst du jetzt? Ja, genau, das Interview, dass du das irgendwo verstehst, dass Anhänger, die ihr Leben lang für den Verein alles geben und dann ein Spieler, der, ja, du weißt eh, was da passiert ist. Ne? Ja, na, grundsätzlich ist es so in der heutigen Zeit mit Social Media, dass sie ja generell suchen nach Dingen, die sie irgendwie schlecht auslegen können. Weil es einfach so ist, dass das anscheinend leider Gottes mehr Klicks gibt, als wenn es einfach schreiben. Ja, und Rapid speziell. Super Interview von Richard Strebinger oder keine Ahnung was. Und ja, wie gesagt, deswegen hat man auf die Frage, ich sage jetzt mal, wenn man es nur um sich selbst zu schützen, weil die richtige Antwort geben, ich sage dazu nichts und man wäre weitergegangen. Aber trotzdem gibt es halt so Momente, wo du einfach doch der Meinung sagen musst. Und leider Gottes ist es halt so, dass es damals halt, ja, ich für einige dankenswerterweise haben die das falsch aufgenommen, obwohl sie ganz genau gewusst haben, wie ich das meine und wie ich auch dazu stehe. Aber ich finde, die Aussage an sich war einfach nicht falsch, weil dass ich mich mit Maxi Wöber weiterhin gut verstehe, wenn wir uns bei der Nationalmannschaft gesehen haben, oder dass ich jetzt ehrlich gesagt da halt nicht mitschreien würde, was sie auch immer dann geschrien haben, ist so. Dazu stehe ich genauso, wie ich einfach sage, okay, für die ist halt der Zugang zu Rapid einfach noch einmal ein anderer wie für mich oder halt für einen, der die Kamera da drauf haltet oder der einen Text dazu schreibt. Und das muss man halt einfach auch, ja, einfach auch anerkennen. Und das wollte ich eigentlich in dem Interview damit zum Ausdruck bringen. Und deswegen geht das für mich so in Ordnung. Und ich habe das dann damals eben, weil es eben so große Wellenschläge auch richtig gestellt, eben wie ich es jetzt gesagt habe, dass ich, ja, im Maxi weiterhin mag und nichts gegen ihn habe. Aber eben, ich wollte ihm damals nur sagen, dass halt gerade die Fans, die, ohne dass sie Geld dafür bekommen, sogar noch viel Geld dafür ausgeben und, weiß ich nicht was, stundenlang Plakate für den Verein spielen, wirklich einschlafen und an Rapid denken, aufwachen und an Rapid denken, dass die das halt einfach, dass das halt für die einfach wirklich ein harter Schlag ist, wenn ein Spieler, der halt wirklich oder wo sie halt da fest überzeugen ist, das ist einer von uns, das ist so unser Bub irgendwie, auf den sie vielleicht auch stolz waren, weil der für so viel Geld wegwechselt ist und auf einmal halt für Salzburg spielt, dass es halt für die wirklich ein herber Schlag ist. Du hast Vertrag bis 2022. Ist es jetzt grundsätzlich von dir vorstellbar, denn es ist natürlich jetzt noch viel zu früh, aber grundsätzlich könntest du dir vorstellen, weiter für Rapid zu spielen? Ist es an gewisse Bedingungen geknüpft, eben weitere Professionalisierung? Oder ist einfach, sagst du ehrlich, ich möchte doch noch einmal ins Ausland, ich möchte nach Deutschland, ich möchte nach England? Ja, das ist so eigentlich, wie ich es immer gesagt habe, dass natürlich eine Liga wie Deutschland oder England, das sind eigentlich die zwei Ligen, die ich auch so privat einfach verfolge, dass die einfach an, denke ich, für fast jeden Fußballer einfach einen Mörderreiz haben und wirklich interessant sind. Aber wenn es so aussieht, dass ich die nächsten 12 Jahre bei Rapid verbringe und da hoffentlich möglichst erfolgreich mit der Mannschaft bin und meinen Teil dazu beitragen kann, dann werde ich auch, wenn ich aufhöre, überglücklich sein und sagen, ich habe wirklich gar nichts verpasst. Also so, denke ich, kann man das gut zum Ausdruck bringen. Nationalteam, Euro, ist das noch irgendwann dein im Hinterkopf? Oder? Auf jeden Fall. Also, ist das auch ein Ziel, wo du sagst, das ist noch im Frühjahr, jetzt abgesenkt von Rapid? Auf jeden Fall, aber ich denke, die Ziele überschneiden sich ja eigentlich, weil ich will ja, in erster Linie will ich ja vor allem, weil ich ja einen hohen Anspruch an mich habe, eigentlich für mich ja gute Leistung bringen. Und ich will ja meinen Erwartungen gerecht werden. Das ist, denke ich, generell sollte es für jeden, egal in welchem Berufsdienst, dass man halt seinen eigenen Erwartungen gerecht wird. Und das ist eigentlich mein höchster Anspruch. Und wenn ich meinen eigenen Erwartungen gerecht werde, dann wird das, glaube ich, auch, wird Rapid sehr glücklich mit mir sein. Und
dann denke ich, kann es sich auch gut ausgehen, dass ich bei der Europameisterschaft dabei bin. Richard, dann bedanke ich mich jetzt gleich. Vorher mache ich noch ganz kurz einen, so einen Wordrap mit dir. Meine erste Frage ist immer an alle. Rapid wird bald wieder einen Titel gewinnen, weil? Ja, weil man gesehen hat, dass wir vor allem jetzt sehr, sehr viele Spieler haben, die nachkommen, die richtig viel Qualität haben. Jetzt auch, glaube ich, wieder, was das Management, das Trainerteam angeht, auf Kontinuität gesetzt wird, was einfach Grundvoraussetzung für Erfolg ist. Mein Vorbild als Tormann ist oder war? Gianluigi Buffon. Meine internationale Lieblingsliga? Ja, Deutschland und England gehören beide zusammen. Und Rapid ist für mich, oder für dich in dem Fall? Das ist für mich im Moment der Verein, wo ich gerade am allerliebsten bin und am allerliebsten halt Fußball spiele. Und der auch für mich als Kind eigentlich ja, die Nummer 1 in Österreich war. So. Richard, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Wir haben jetzt über eine Stunde gesprochen. Ich hoffe, ich habe dir nicht allzu viel von deiner Zeit gestohlen. Ich wünsche dir uns einen Erfolg, einen guten, sicheren, stabilen Richard Strebinger. Ich wünsche dir ganz persönlich alles Gute, vor allen Dingen, dass du gesund bleibst, deiner Familie auch alles Dankeschön. Gute. War ein sehr, sehr, ich habe dich sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr offen gefunden. Ich hoffe, du hast dich auch einigermaßen wohlgefühlt. Ich bedanke mich, wünsche dir alles Gute und meinen Hörern und Hörerinnen wünsche ich wie immer eine schöne Zeit. Dankeschön.